Wenn es darauf ankommt, wird sowieso nicht gezahlt. Alle Versicherungen, die es gibt, sind nur auf Gewinn aus. Lug und Betrug. Habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Abzockerverein. Versicherungen sind alle Betrüger, wenn es darauf ankommt. Wenn du auf Facebook oder Instagram die zahlreichen Angebote zur Zahnzusatzversicherung liest, stößt du immer wieder auf solche Kommentare. Doch woran liegt es wirklich, dass Zahnversicherungen entweder über den grünen Klee gelobt oder aber entsprechend gehatet werden? In diesem Video erfährst du, was du vor dem Abschluss einer Zahnzusatzversicherung oder, wenn du mit deinem bisherigen Tarif unzufrieden bist, wissen solltest. Nach einem kurzen Intro geht's dann auch schon los. Hey, kaum eine Versicherungssparte hatte in den letzten Jahren solche Zuwächse wie die der Zahnzusatzversicherungen. So stieg der Prozentsatz der Personen, die in Deutschland eine Zahnzusatzversicherung haben, von knapp 11,5% im Jahr 2015 auf knapp 18% im Jahr 2021. In Zahlen ausgedrückt gab es in Deutschland im Jahr 2021 fast 790.000 Zahnversicherungsverträge mehr als im Vorjahr. Die Nachfrage scheint also zu stimmen. Doch wie sieht es mit der Kundenzufriedenheit aus? Naja, glaubt man den sozialen Medien, wirtschaften die Versicherungsgesellschaften nur für die eigene Tasche. Und Zahnzusatzversicherungen lohnen sich nicht. Abzocke und ähnliche Begriffe sind hier keine Seltenheit. Doch woran liegt es, wenn der Versicherer nicht zahlt? Ganz ehrlich, meistens an der Bequemlichkeit oder Unwissenheit des Kunden. In dem Fall also dir. Denn Zahnzusatzversicherung ist nicht gleich Zahnzusatzversicherung. Genauso wie deine Zähne eben individuell sind. Und deshalb gibt es auch nicht den Tipp für eine Versicherungsgesellschaft oder einen Tarif. Dennoch will ich dir einige wichtige Tipps geben, wenn du eine Zahnzusatzversicherung abschließen möchtest oder deinen bisherigen Tarif oder Versicherer überlegst zu wechseln, um eben herbe Enttäuschung zu vermeiden. Doch erst einmal was ganz Grundsätzliches. Ob Kronen, Brücken, Inlay oder Implantat, Zahnersatz ist teuer. Gesetzlich Krankenversicherte müssen oft einen Teil der Kosten aus eigener Tasche aufbringen und dieser Teil kann dann auch schon mal einige tausend Euro betragen. Denn gesetzliche Krankenkassen übernehmen nur den sogenannten Festzuschuss und der beträgt meist nur die Hälfte der Kosten der Regelversorgung. Wichtig, Regelversorgung, nicht Rechnungsbetrag. Wenn du aber mit der Regelversorgung der GKV zufrieden bist, etwa mit Metallkronen ohne Verblendungen, keine Implantate brauchst und herausnehmbarer Zahnersatz ebenfalls ausreicht, ist eine Zahnzusatzversicherung eher nichts für dich. Obwohl du auch hier immer mit einer 50%igen Selbstbeteiligung oder Eigenanteil auf die günstigste Regelversorgung rechnen solltest. Wenn du wirklich nur die Standardkassenleistung wünschst, solltest du deinen Zahnarzt explizit darauf hinweisen, um hier nicht von erhöhten Rechnungen überrascht zu werden. Wenn du aber hochwertigen Zahnersatz haben willst, kommst du um eine private Krankenzusatzversicherung oder Zahnzusatzversicherung nicht herum. Denn hiermit kannst du deine Eigenbeteiligung enorm senken und gehst somit kaum ein finanzielles Risiko. Kommen wir aber auf den Anfang zurück. Denn als erstes müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Damit der Versicherungsvertrag in jedem Fall greift, darfst du dich weder in einer laufenden Behandlung befinden, noch sollte eine solche angeraten sein. Konkret bedeutet das, dass dein Zahnarzt noch keinen deiner Zähne als konkret behandlungsbedürftig eingestuft hat. Und bereits fehlende Zähne solltest du beim Abschluss des Versicherungsvertrages unbedingt angeben. Sowieso beantworte alle Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß. Dann wird es später im Leistungsfall auch keinen Ärger geben. Dann solltest du wissen, dass die Tarifwelt der Zahnzusatzversicherung große Unterschiede aufweist. Du findest zum einen Tarife, die die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung verdoppeln. Diese sind in der Regel die günstigsten Tarife, leisten dafür aber regelmäßig am wenigsten. Gerade bei Implantatversorgung. Zum anderen gibt es Tarife, die pauschale Prozentsätze des Rechnungsbetrages erstatten. Und hier schwankt der Erstattungsanteil tatsächlich zwischen 20 bis zu 100% des Rechnungsbetrages, wobei der GKV-Anteil natürlich eingerechnet wird. Übrigens findest du sogenannte Kombitarife, in denen auch Prophylaxemaßnahmen wie die professionelle Zahnreinigung beinhaltet sind. Andere Versicherer hingegen bieten hier modulare Systeme, wo du die Erstattung für die professionelle Zahnreinigung solo abschließen kannst. Übrigens meist eine lohnenswerte Investition. Eine gute und neutrale Übersicht über viele Tarife bietet die sogenannte Weizmann-Tabelle, die ich dir unter dem Video verlinke. Hier kannst du deine Präferenzen angeben und erhältst eine vernünftige Auswertung. Aber egal, wie diese auch ausfällt, die folgenden drei Tipps gelten immer. Erstens Wartezeiten.
Beispiel, du schließt doch schnell eine Zahnzusatzversicherung ab, planst aber schon im nächsten Monat zum Beispiel eine Implantatversorgung. Tja, dann bekommst du bestimmt ein Problem, wenn hier die Wartezeit 3 oder sogar 8 Monate beträgt. Hier wirst du dann keine Leistungen bekommen. Es gibt aber auch Versicherer, die Tarife ohne Wartezeiten anbieten. Und, nice to know, für Prophylaxemaßnahmen wie die professionelle Zahnreinigung gibt es meist auch keine Wartezeiten. Zweitens, Leistungsstaffeln. Okay, du hast dich für einen Tarif ohne Wartezeiten entschieden und willst bereits im nächsten Monat deine Zahnarztrechnung von deinem Versicherer erstatten lassen. Okay, grundsätzlich sollte das gehen. Aber du wirst in der Praxis häufig die Begrenzung durch die sogenannten Leistungsstaffeln haben. Kein Versicherer will und kann es sich leisten, dass du gerade einen Monatsbeitrag eingezahlt hast und dir für mehrere tausend Euro die Zähne machen lässt. Deshalb begrenzen die Versicherer in der Regel die Leistung in den ersten 3, 4 oder sogar 5 Jahren auf zum Beispiel 500 Euro im Jahr. Wenn du keine Leistung im Jahr in Anspruch nimmst, steigt dann im nächsten Jahr entsprechend die Erstattung. Nach Ablauf der 3, 4 oder 5 Jahre bekommst du dann unbegrenzte Erstattungen im Rahmen deines Vertrages. Und drittens, Zeitpunkt. Der dritte Tipp folgt quasi aus den ersten beiden. Warte nicht zu lange, bis du die Zahnzusatzversicherung abschließt. Ist nämlich schon eine Diagnose gestellt, ein Behandlungsplan ausgefertigt oder liegt ein Kostenvoranschlag vor, kannst du kaum noch eine Zahnzusatzversicherung abschließen und bleibst in jedem Fall auf deinen Kosten sitzen. Wobei, nicht wirklich in jedem Fall. Es gibt auch Tarife, die bei bereits begonnenen oder angeratenen Behandlungen greifen. Hierüber habe ich schon ein Video gemacht, schau mal da oben. Wenn du dich an diese Informationen und Tipps hältst, wirst du bestimmt keine Enttäuschung mit deiner Zahnzusatzversicherung erleben. Ich rate hier übrigens von unkommentierten Online-Abschlüssen ab. Sprich hier besser mit dem Berater, der Beraterin deines Vertrauens oder buche eine kostenlose Online-Beratung bei mir. Die Kontaktdaten findest du unter dem Video. Und zum Schluss, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir noch einen Daumen hoch und ein Abo da. Wenn du Erfahrungen mit Zahnzusatzversicherungen gemacht hast, egal ob gut oder schlecht, schreib sie doch einfach unten in die Kommentare. Für heute war's das. Bis zum nächsten Mal. Bleibt positiv, bleibt produktiv und vor allem bleibt gesund. Euer Thomas Schneider.